Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Seelenpartnerlegung. Heute schauen wir uns wieder die männliche Seite der ganzen Sache an und fangen mal an. Hier haben wir als allererstes, als Hauptenergie den Herrscher liegen, da werde ich gleich mehr zu sagen, sage jetzt erstmal was zur Legung. Ich lege hier ein bestimmtes Legesystem drumherum, das uns den Teil der männlichen Energien, die jetzt hier wichtig sind, dass sie zu euch kommen, repräsentieren. Das heißt, es dreht sich natürlich nicht um alle Gegenübers oder um alle Männer oder um ist für alle passend, die hier zuschauen, aber für einen bestimmten Teil, für den es wichtig ist, die Energien werden jetzt hier aufgegriffen. Du kannst aber gerne nochmal in die anderen Seelenpartnerlegungen reingucken. Es kommen jede Woche eine neue raus. Ich wechsle da immer zwischen männlicher und weiblicher Energie ab. Vielleicht ist da auch in den Wochen vorher irgendwas bei, was für dich jetzt passend ist oder was für dich präsent ist, wenn oder wichtig ist, wenn die Legung jetzt nicht ganz passend ist. Du schaust jetzt aber, dass du dich in einen entspannten Zustand begibst, dass du das Ganze hier gut wirken lassen kannst und gut resonieren lassen kannst. Ich ziehe hier jetzt, differenziere jetzt diese männliche Energie oder das, was jetzt gesagt werden will, mit der Legung noch etwas aus und werde danach eine Karte für die Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber ziehen. Auf diese Karte gehe ich in der erweiterten Legung ein, werde also schauen, was für eine Energie ist zwischen euch, werde nochmal eine Seite für dich legen, eine Seite für dein Gegenüber, jeweils mit der die Bewusstsein prägenden Ebene, der emotionalen Ebene und der Heilungsebene und dann noch eine Mini-Botschaft von der einen Seele an die andere ziehen. Den Link findest du in der Infobox, da findest du auch meinen PayPal-Me-Spenden-Link und den Link zu privaten Legungen. So, lange Rede, aber muss ja auch immer ein bisschen sein. Und jetzt fangen wir aber mal an. Du spürst in dich rein und ich spüre in mich rein bezüglich der Karte der Herrscher. Was nehme ich hier bei der Energie wahr? Ich nehme hier eine Art Verschlossenheit wahr. Es ist wie ein an einer bestimmten Stelle komplettes Dichtmachen. Muss nicht in der Seelenpartnerverbindung sein, aber irgendwo ist so ein ganz starkes Nee. Und unten drunter weißt du aber auch warum. Also das hast du schon sehr klar. Es ist eigentlich eine sehr klar ausformulierte innere Haltung. Warte mal. Welche Energie kommt da hinzu? Die Acht der Stäbe, die schnellen Entwicklungen oder auch Kommunikation. Ich glaube, es geht hier eher um Entwicklungen. Die mit der ganzen Situation, die wir hier liegen haben, einhergehen. Ich sage da noch mehr zu, werde jetzt aber erstmal weiterlegen. Ich lege auch erst komplett mit dem Tarot aus und kläre dann mit dem Lenormand. Jetzt haben wir auf der Ebene, was ist jetzt gerade ganz präsent in deinem Leben? Den Magier. Damit bist du gerade hauptsächlich beschäftigt. Der Magier steht für einen Neubeginn, den man auch anfängt. Der Narr, den gibt es ja auch, der hat die Zahl 0. Der steht für die Zwischenstufe von, ich habe mich von einer alten Sache verabschiedet, bin gerade so ein bisschen auf dem Nullpunkt, sehe eventuell schon was Neues, aber ich habe das noch nicht angefangen zu starten. Mit dem Magier ist etwas Neues losgegangen, beziehungsweise geht man das aktiv an und fängt an, sich das Ganze eben in sein Leben zu manifestieren und zu holen. Und sich da eben, hat dann eben auch wirklich eine Entscheidung dafür getroffen. Das heißt, man ist nicht mehr frei für die ganze Welt und für alles Mögliche, was mal kommen könnte, sondern man hat den Weg in eine bestimmte Richtung eingeschlagen. Jetzt gehen wir erstmal zur Position, was verzieht sich so langsam quasi aus deinem Leben. Und da haben wir mit den vier der Kelchen eine Ablehnung von etwas oder vielleicht ein Ablehnungsthema, was du hast. Oder einen noch nicht nehmen wollen oder wie auch immer. Dann kommen wir zur nächsten Position. Und zwar, was kommt jetzt so langsam in
dein Leben. Hier haben wir die 5 der Schwerter, die rutschen irgendwann hier in diese Position, die Position rutscht hier raus. Das ist quasi wie aufsteigender Mond und Vollmond und abnehmender Mond. So kann man sich das Ganze auch erklären. Die 5 der Schwerter stehen für ein Fühlen und Handeln aus emotionalen Verletzungen raus, indem man entweder noch drin ist oder wo man sich langsam draus zurückzieht oder was nochmal Thema wird. Jetzt muss ich aber erstmal einmal ganz kurz hier oben nochmal wirken lassen, was wir hier überhaupt schon liegen haben. Ich nehme hier eine feste Entschlossenheit wahr. Dieses Nein in eine bestimmte Richtung ist ganz, ganz klar. Und mit den 8 der Stäben habe ich das Gefühl, wir haben hier eine Entwicklung, die jetzt endlich in eine andere Richtung losgehen kann. Aber ich habe auch das Gefühl, man zeigt sich. Also man kommuniziert es doch irgendwie, was man hier in sich drin hat. Oder du zeigst, was du in dir drin hast. Du hast auch gar nicht mehr so die Lust. Und das fühlt sich einfach auch nach Lust an. Da ist so ein Punkt überschritten, die Dinge nur mit sich selber ausmachen zu wollen, sondern es ist so dieses Gefühl, man hat vorher viel mit sich selber ausgemacht und wollte vielleicht den nicht verletzen und musste dies noch machen und das noch machen. Und jetzt ist dieses Gefühl da, so, es ging jetzt so viel um die anderen, wo bin ich denn jetzt bitte? So, damit müssen jetzt auch mal alle mit klarkommen, wie es mir geht, und ich zeige mich jetzt und ich sage das jetzt und ich mache das jetzt. Das ist das, was für mich hier in der Mitte liegt. Und das ist in jegliche Richtung auch gesprochen. Ich bin mir klar, lasst mich in Ruhe. Ich lasse mich jetzt hier auch nicht mehr in irgendwas reinreden oder von irgendwas überzeugen, was nicht meins ist oder wie auch immer. Ich bin da jetzt klar, akzeptiere es oder lass es, ist mir jetzt auch gar nicht mehr so wichtig. So, das ist schon mal die Mitte. Mit den 4 der Kelche nehme ich einen Zustand wahr, in dem man wollte, aber noch nicht konnte, in dem man eben noch gesagt hat, okay, ich hätte gerne eine bestimmte Sache, aber das geht nicht, weil wenn ich die bestimmte Sache mache, dann funktioniert XY nicht mehr. Ist ein anstrengender Zustand, ist ein Zustand, in dem Energien immer wieder zurückgehalten werden. Und der jetzt aber am Wegschiffen, an Rausschiffen aus dem Bild ist. Der Magier, da ist ganz viel Ruhe drin, ist ganz viel Klarheit drin, es ist jetzt einfach so. Und was auch immer es ist, das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie, ich sag's jetzt mal, ne, weil ich bin ja kein Typ, der sagt, ich will Hoffnung künstlich hochhalten oder wie auch immer, muss jeder immer für sich. Es muss nicht mit einem Beziehungsanfang in irgendeine Richtung zu tun haben. Kann aber sein. Ich weiß, hier gucken auch viele weibliche Zuschauer zu, die jetzt schauen, ob das eine Legung für ihr Gegenüber sein könnte. Deswegen sage ich das nochmal so klar. Mit dem Magier ist, ich mache mir mein Leben, wie ich das für richtig halte. Ich werde da noch Karten aus dem Lenormand zuziehen, auch zu der Karte, damit wir das inhaltlich vielleicht nochmal ein bisschen differenzierter kriegen. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, ich mache das so, wie ich das möchte. Ja? Und ich habe jetzt verstanden, dass alle anderen für sich selber sorgen können und dass ich nicht derjenige bin, der ständig über seine Grenzen rausgehen muss oder wie auch immer, um andere Leute zu versorgen. 5 der Schwerter gucke ich gleich noch weiter rein. Ich ziehe jetzt erstmal die das Bewusstsein prägende Ebene. Und da haben wir den Ritter der Kelche, da haben wir die klaren Gefühle. Die unbewusste Ebene ist ein Umschiffen. 6 der Schwerter. Ich denke um, ich kann anders denken. Ich erlaube mir auch anders zu denken. Ich erlaube mir mein Leben anders zu sehen. Ich muss nicht so bleiben, wie ich
jahrzehntelang eventuell war. Die Heilungsebene. Die zwei der Schwerter, zwei der Stäbe kann für zwei Möglichkeiten stehen, in denen man, die man hat, wo man sich vielleicht nicht entscheiden kann, kann aber auch dafür stehen, dass eben dieser Zustand, der auch nicht immer der angenehmste ist, verschwindet. Gucke ich gleich. Ich ziehe jetzt noch die letzte Karte aus dem Tarot für diese Legung. Wie geht es im Großen und Ganzen weiter? Der König der Kelche. Der König der Kelche ist jemand, kann für die männliche Energie stehen, also für dich, kann auch Teilaspekt einer weiblichen Energie sein oder auch für einen anderen Menschen stehen. Ist auf jeden Fall jemand, der sehr emotional ist, die Gefühle aber eher auch ein bisschen für sich behält, da nicht ganz stark mit ins Außen geht. Die zwei der Stäbe ist dieser, ich sag mal, Zwitterzustand, den wir hier schon haben. Dieses, ich möchte eigentlich in irgendeine Richtung, aber ich bin noch blockiert, ich kann das aus den und den Gründen nicht machen. Das ist wie energetische Wunden. Es gibt energetische Wunden oder emotionale Wunden, wenn man die den erlaubt zu heilen oder die Aufmerksamkeit drauf richtet und die in die Heilung bringt. Oder durch irgendeine andere Situation, die Möglichkeit haben, in die Heilung zu kommen, die gleich sagen, hey, das finde ich total toll und ich heile jetzt. Und dann gibt es aber auch Wunden, die wir als paradoxe Wunden bezeichnen. Das sind Wunden, die sagen, ich kann jetzt nicht heilen, weil wenn ich heile, passiert irgendwas Schlimmes oder wenn ich heile, geht das und das kaputt. Oder wenn ich heile, kann ich den und den Zustand in dem System, in dem ich lebe, in dem Menschsystem quasi nicht mehr aufrechterhalten. Der ist aber aus den und den Gründen noch wichtig. Und hier haben wir so einen Zustand und hier haben wir, das ist quasi das Gleiche. Dieser, ich möchte eine bestimmte Richtung, aber es geht ja gerade noch nicht. Hier schleicht sich das raus. Man sagt hier auch schon, also ganz ehrlich auf gut Deutsch, LMAA, und zwar alle. Ich weiß, was für mich richtig ist. Es ist für mich, mein Kopf ist auch so frei und klar, es gibt da gar keine Diskussion mehr drüber. Ich zeige mich jetzt auch und ich lasse sich die Dinge auch entwickeln, wie ich das für richtig empfinde. Und dieser Zwitterzustand, dieses zwischen den Stühlen stehen oder wie auch immer und nicht richtig gehen können, der kommt hier bei dir in die Heilung. Und du wirst für dich ein komplettes, geschlossenes, emotionales System. Das ist das, was hier mit dem König der Kelche liegt. Du kannst damit auch nach außen gehen mit deinen Emotionen. Da liegt, das ist jetzt gerade gar nicht der springende Punkt. Hier ist der springende Punkt, dass du für dich ein emotional klares, gesundes, geschlossenes System wirst, wo keiner mehr was drin rumzufuschen hat. Es geht um deine Integrität. Das ist eigentlich so das Hauptding hier. Das ist dir hier schon klar geworden. Du gehst klar deinen Weg, du lässt dich nicht mehr reinrennen und du hast deine eigene emotionale Integrität quasi wiedererlangt. So, jetzt fangen wir mal an zu klären. Erstmal gibt es eine Stelle, die ich noch nicht ganz klar habe und dann gibt es noch welche, die ich klären, also etwas differenzieren möchte, was ich noch nicht ganz klar habe, ist gerade die 5 der Schwerter. Hier haben wir mit dem Baum Stabilität, Heilung, Wachstum und wir haben mit dem Reiter ein in die Dynamik kommen quasi. Warte mal, jetzt gucke ich mir das Ganze nochmal, da war noch ein bisschen Platz, nochmal kurz an. Das sind nochmal alte Muster, die auf der Grundlage des, ich möchte da aber gar nicht mehr drin sein und ich habe mich eigentlich auch schon daraus entwickelt, vielleicht nochmal kurz hochflammen können oder sich nochmal kurz zeigen können. Die 5 der Schwerter stehen für eben Fühlen und Handeln aus emotionalen Verletzungen heraus.
Dieses wie du mir, so ich dir oder ich wurde nicht respektvoll behandelt und gebe das dann auch zurück. So ein Verstricktsein auch, immer Sachen, die in Wirklichkeit einem nicht so angenehm sind. Und hier geht es aber in die Heilung von dem Ganzen und man geht anders weiter. Also hier ist anders weitergehen und sich auch anders zeigen und sich auch anders repräsentieren oder beziehungsweise sich auch anders präsentieren. So, der Magier, den wollten wir auch noch klären. Der Magier, was kann zum Magier noch gesagt werden? Zwei Karten. Einmal die Sehnsucht oder auch das Weiterziehen von einem Ort zum anderen. Und hier haben wir die männliche Energie. Hier haben wir die männliche Energie, die sagt, ich gehe den Weg, den ich gehen möchte. Ich gehe zu der Stelle hin, zu der ich gehen möchte. Und ich mache das nur mit mir selber aus. Meine Integrität. Ich lasse da nichts mehr dran kommen. So. Na, also es ist so spannend. Hier hätte jetzt auch, aber schön wäre natürlich, wenn jetzt hier die Frau gekommen wäre, ne, für alle Weiblichen, die auch zugucken. Aber es sagt hier genau nochmal auf den Punkt, ich gehe dahin, zu dem hin, ich bewege mich in die Richtung, die ich für mich für richtig halte. Integrität geht gerade nur um mich. Dass es dabei dann auch um eine weibliche Person gehen könnte, die hier zuguckt, steht außer Frage. Ne, das kann natürlich auch sein, aber was wir hier sehen, nein, hier ist man so, wie man ist. Der Ritter der Kelche, den möchte ich auch gerne noch einmal ein bisschen differenzieren. Vom Gefühl her ist es schon klar, es geht hier um, ich habe klar für mich selber, ich habe klare und aufrichtige Gefühle, die von mir auch aus der Tiefe kommen, die auch irgendwie nicht verquer sind. Und dazu stehe ich, aber jetzt gucken wir nochmal, was ist etwas differenziert. Hier haben wir einmal die Brücken. Einmal die Brücken. Und hier haben wir mit dem Haus entweder das materielle Zuhause oder ein Zuhausegefühl, was man sich im Leben mal etabliert hat, oder auch eine Komfortzone. Das, wie ich bin. Dazu stehe ich, das sage ich auch, und das landet auch in meinem Zuhause. Und ich glaube, es fühlt sich für mich so an, als würde sich das eher in entweder einem materiellen, um ein materielles Zuhause handeln. Oder um eine Herkunftsfamilie, aus der man kommt, der man das sagt, hier schlägt man die Brücken. Das ist jetzt eine sehr auf der praktischen, alltäglichen Ebene, nicht nur auf der emotionalen, seelischen Ebene, sondern hier sagt man ganz klar, so bin ich und ich transportiere das jetzt auch zu euch. Ist eure Sache, was ihr daraus macht, aber davon verschone ich euch jetzt nicht. Ne? So. Schön, liebe männliche Energie. Ich finde es sehr schön. Gute Entwicklung. Ganz wichtig. Viele Männer verdrehen sich und vertun sich auch ganz schön damit im Laufe des Lebens zugunsten von irgendwas, was ich muss Verantwortung übernehmen und dies und das und jenes, was im Großen und Ganzen auch gar nicht das Hauptproblem ist. Das Hauptproblem an diesem Ding ist, dass viele damit sich selbst übergehen. Und dann fliegt es mir irgendwann um die Ohren. Übernehme ich Verantwortung und übergehe aber nicht mich selbst, sondern beziehe mich selbst auch immer gut mit ein, in allen Tiefen, die einem vielleicht auch erst später im Leben bewusst werden, dass man sie übergangen hat. Das muss man nicht klar auf dem Schirm haben. Beziehe ich mich aber gleich mit ein und stehe auch von vornherein gut zu mir. Dann gibt es auch später im Leben in der Regel nicht so das Problem. Aber hier hat es das, glaube ich, mal gegeben. Eine Karte für die Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Wir haben
den Ritter der Schwerter, der Ritter der Schwerter, der dafür steht, nicht zu diskutieren, sondern sich im besten Falle und auch häufig ist das so und sagt er das auch aus, dass man sich seine eigene Haltung geschaffen hat, dass man lange genug über Dinge nachgedacht hat, dass man für sich herausgefunden hat, wie man zu Dingen steht, und die diskutiert man dann auch nicht mehr. Ja, das bleibt dann so, da, wenn da einer mit irgendeinem fadenscheinigen Argument kommt, dann kann der gerne kommen, das hat mit mir dann relativ wenig zu tun, sondern ich bleibe bei dem, was ich mir für mich selber erdacht und erarbeitet habe und erwirkt habe. Der Bube, der Ritter der Schwerter kann auch mal dafür stehen, dass jemand sehr, sehr stur einfach seinen Weg geht, ohne jegliche Haltung sich entwickelt zu haben. Das wäre dann ein bisschen ungünstig, aber wir gucken uns das Ganze in der erweiterten Legung an. Ich lege eine Seite zu dir nochmal mit der, die Bewusstseinprägende, mit der emotionalen, mit der Heilungsebene in der Beziehung, und das Ganze für dein Gegenüber auch nochmal. Ziehe zum Schluss noch eine Mini-Botschaft von der einen Seele an die andere. Link ist in der Infobox. Freue mich, wenn wir uns da gleich wiedersehen. Freue mich aber, dass du überhaupt bis jetzt dabei warst. Hoffe, ich konnte dir etwas Klarheit bringen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben und natürlich auch gerne ein Abo da. Genau, und dann bis gleich oder bis bald.